Lola? Was machst du denn hier? Die Leute hier haben nicht viel für Fotos übrig. Es sei denn, sie sind von Lenin. Shh, ich liege auf der Lauer, Manny. Ich werde Maximino ein für alle Mal beweisen, dass Olivia ein falsches Spiel mit ihm treibt. Du hängst immer noch an Max, was? Hör auf meinen Rat, Engelchen. Vergiss ihn. Er ist ein Gangster und Spieler. So wie du? Oh, das tut weh, Baby. Shh, da kommen sie. Komm, Süße. Ein Küsschen zum Abschied. Oh, shit. Enttäusch mich nicht, Nick. Du bist Anwalt. Du solltest keine Gefühle haben. Habe ich auch nicht. Ich habe nur ein Gespür für gute Fälle. Hey, wenn Maximino das sieht, landen wir beide in Terrakotta-Übertöpfen. Sei nicht albern. Er würde mir nichts tun. Er liebt mich. Manny, endlich sind wir allein. Und? Wie geht's der Bourgeoisie? Prima. Wie geht's Max? Oh, fang bloß nicht damit an. Na schön. Sehr interessant, wir treffen hier viele neue Leute. Warum gibst du dich eigentlich mit so einer Schlange wie Nick ab? Ich würd's dir ja erklären, Manny, aber das würdest du nicht verstehen. Dann erklär's mir doch. Mit dem Rechtsanwalt seines Freundes zu turteln, kann gefährlich werden. Oh, vielleicht habe ich mich geirrt. Du verstehst es ja doch. Ich mache mir ein bisschen Sorgen um Lola. Sie rennt in ihr Verderben, Manny. Sie hat sich in Maximino verliebt. Das ist der einzige Fehler, den ich nie begangen habe. Okay. Glaubst du, dass Nick ihr etwas antun würde? Nur, wenn er sie findet. Und eins kannst du mir glauben. Etwas wiederzufinden war noch nie seine Stärke. Der Talentabend scheint ein voller Erfolg zu sein. Diese schüchternen Seelen brauchen immer eine Weile, bis sie den nötigen Mut finden. Ich bin mal echt gespannt. Also ich frage sie jetzt einfach mal weiter aus. Vielleicht würde es helfen, wenn du nach vorne gehst und die Sache in Schwung bringst. Oh Manny, soll ich in meinem eigenen Club Gedichte lesen? Dann würde es ja so aussehen, als hätte ich den Laden nur als Tempel zu meinen eigenen Ehren aufgezogen. Ach komm. Okay. Einigkeit. Knochigkeit. Dämmerung. Kann es gestern sein? Ein Hauch frisst sich durch dein Hirn. Grotesk. Innigkeit. Sieh ihnen. Das war einfach genau dasselbe, was wir vorgelesen hatten, ne? Hey, du hast mein Gedicht geklaut. Betrachte es als Hommage. Sag ich doch. Na schön. Hey, wie wär's mit noch einem? Okay. Am Leben, wir schliefen. Das Leben ist nur ein endloser Traum. Im warmen, weichen Bett begraben, wir erwachen. Der Traum von Fleisch und Blut ist vorüber. Nun, da wir alle tot und trocken. Großartig! Ja. Aber das war jetzt wirklich das Letzte. Na schön. Bisschen dunkel hier, findest du nicht? Dunkel und kalt. Wie die Herzen der Männer. Weißt du, ich überlege, ob ich den Laden hier kaufen soll. Wirklich? Ich habe eine Weile überlegt, deinen zu kaufen. Aber dann habe ich mich entschlossen, ihn von meinem Freund Max kaufen zu lassen. Du kannst ihn haben. Ich verlasse die Stadt. Manny, du sagst plötzlich so aufregende Sachen. Warum willst du die Stadt verlassen? Die Hüter des Gesetzes, Baby. Weißt du, ich werde gesucht. Ach, wirklich? Du jagst diesem Phantom-Vibe hinterher, von dem alle sagen, dass du vollkommen besessen von ihr bist. Tja, ich habe ein Gedicht für dich geschrieben. Hör genau zu, denn es ist ziemlich kurz. Also, Idiot. Okay. Wir sehen uns, du coole Braut. Arbeite an deinem Slang, Mann. Bald hast du's raus. Schön und gut, aber ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, wie uns das jetzt weitergebracht hat. Geh mal hier lang. Hallo?
Truhe. Kann ich überhaupt irgendwas machen? Achso. Hey Mann, du hast doch nicht etwa gesehen, wie ich die geheime Zutat in die Zombies getan habe, oder? Entspann dich. Olivia hat das Rezept ohnehin von mir geklaut. Ja, sie nimmt es den Reichen und ich darf den Armen davon nachschenken. Na schön. So. Ich habe mich eben schon gewundert, dass wir hier nicht interagieren können, aber ich musste noch warten, bis der Herr den Drink gemischt hatte. Der Geschirrspüler ist leer. So. Die Teller sind dreckig. Das kommt vor. Ich will keine dreckigen Teller. Ich esse nicht von dreckigen Tellern und spülen werde ich sie erst recht nicht. Okay. Die Spüle ist voll mit dreckigem Wasserpfeifenwasser. Ja, das sieht man dezent. Ich werde die Brühe bestimmt nicht trinken und mitnehmen kann ich sie mit bloßen Händen auch nicht. Ich werde die Brühe bestimmt nicht trinken ja. und mitnehmen kann ich sie mit bloßen Händen auch nicht. Was haben wir denn dabei? Das komische Gerät, den Dosenöffner. Ob uns das irgendwas bringt, ich weiß ja nicht. Können wir den anschmeißen? Nicht tragbar. Ohne wie ein Kapitalistenschwein klingen zu wollen. Ich habe Leute, die das für mich machen. Okay. Kapitalistenschwein! So. Ja. Oh. Okay. Ich habe das Gefühl, wir müssen irgendwie an diesen Drink kommen. Huch, wo ist denn der? Na, egal. Der Typ ist weg. Kann ich irgendwas machen? Hallo? Starker Stoff. Der sollte die Schmerzen betäuben. Hallo? Tut sich nichts. Jetzt ist natürlich die Frage, wie kommen wir an diesen Drink dran? Haben wir das Rezept echt schon? Da geht's raus. Kann ich nochmal zurückgehen? Den Drink könnten wir dann dem einen Typen beim Tätowierer geben. Aber hier ist nichts. Hat sie noch irgendwas zu sagen? Hey, wie wär's mit noch einem? Okay. Asche zu Asche. Zu Asche zu Asche. Zu Asche zu. Asche zu Asche zu Asche und ich zu Asche zu Asche zu Asche zu Asche. Ich. Großartig. Ja, aber das war jetzt wirklich das Letzte. Das war wunderschön. Okay, wir sehen uns, du coole Braut. Arbeite an deinem Slang, Mann. Bald hast du's raus. Solche Gedichte schreibe ich auch immer. Die kommen aber dann meistens nicht so gut an. Ich frage mich, wieso. Der ist echt ausgenockt, ne? Wie kommen wir denn jetzt an diesen Drink dran? Ich will den haben. Dann sehen wir uns nochmal hier um. Aber schickes Lokal, muss man schon sagen. Nicht übel. Ah, wir sind wieder hier. Hier waren wir doch schon vorhin. Und hier lang? Fahrstuhl können wir auch nochmal nach oben. Was haben wir denn hier hinten? Das sieht ja verdächtig aus. Ah. Von denen brauchen wir doch das Werkzeug. Diese Bienen sehen nicht sehr fleißig aus. Ganz schön kalt heute, was, Terry? Ja, es ist immer kalt, wenn man arbeitslos ist, Manny. Wieso arbeitslos? Ihr seid doch in der Gewerkschaft. Gewerkschaft? Ha, die kümmern sich doch nicht um die kleinen Fische. Die werden doch von der Bullerei gesteuert.
Und gerade du solltest das wissen, Manny, dass die Bullen mit den Spielhöllen unter einer Decke stecken. Okay. Das sind doch diese Bienen von dem der Captain vorhin geredet hat, oder? Hey, ich führe einen seriösen Laden. Alles völlig legal. Und was ist mit dem Schutzgeld? Wir zahlen jede Woche pünktlich und in Bar, wie sich das bei einem seriösen Club gehört. Siehst du, was ich meine? Diese Stadt besteht aus einem einzigen Haufen von Verbrechern, die alle lachen, tanzen und sich gegenseitig das Geld zuschieben. Okay, Schutzgeld. Warum arbeitet ihr Jungs nicht da oben? Du weißt wohl nicht, wie das hier in den Docks abläuft, was, Manny? Wenn du an die Jobs willst, musst du einen extra Beitrag zahlen. Und der ist nicht gerade billig. Wir zahlen nicht. Also stellen sie uns kalt. Ist es dann nicht einfacher zu bezahlen? Wir haben auch unseren Stolz, Manny. Wir sind ehrbare Insekten, verstehst du? Ganz zu schweigen davon, dass man kein Bares übrig hat, wenn man arbeitslos ist. Es ist wie ein Problem, bei dem die Lösung, das Problem schlimmer macht. Wie eine Aporie? Wow. So Wörter möchte ich auch mal kennen. So. Wenn die Gewerkschaftsbosse korrupt sind, warum zeigt ihr sie dann nicht an? Gut, Manny. Habt ihr das gehört, Jungs? Er meint, wir sollen eine Beschwerde einreichen. Ihr Bienen werdet ausgebeutet. Ihr müsst etwas dagegen unternehmen. Was können wir schon tun? Wir sind bloß eine Handvoll unorganisierter Drohnen. Wir sind ja nur dumme Insekten. Mit uns kann man's ja machen. Das klingt aber nicht sehr fair. Ich glaube, ihr seid einfach ein Haufen Jammerlappen. Du weißt nicht, was hier abgeht, Mann. Wir kommen jeden Tag her, um auf ehrliche Weise Geld zu verdienen. Nur um dann zu sehen, wie all die verbrecherischen Bienen die Arbeit bekommen. Irgendwann haut ihr das jegliche Pollen aus der Wabe, Manny. Das Werkzeug. Da ihr euer Werkzeug gerade nicht braucht, kann ich es mir mal leihen? Wir mussten es verkaufen, um unsere Familien zu ernähren. Aber wie wollt ihr dann noch arbeiten? Habt ihr doch gesagt, wie schlecht es mit uns steht, Manny. Okay, also von denen kriegen wir anscheinend kein Werkzeug. Die Gewerkschaft gehört den Bullen und die werden von den Spielhöllen geschmiert. Ja, aber wer steuert die Spielhöllen? Tja. Ich will dir ja nicht zu nahe treten, aber offensichtlich ist Maximino der Big Boss der Stadt. Man munkelt jedoch, dass er seine Befehle von irgendwelchen Oberbossen aus El Marro bekommt. Diese schicke Rennbahn ist doch nichts weiter als eine riesige Wäscherei, wenn du verstehst. Ich verstehe. Hey, kann ich deinen Gewerkschaftsausweis leihen? Was? Machst du Witze? Weißt du, wie viel ich Chowchilla Charlie dafür bezahlen musste? So, den Seemann. Kennt ihr Jungs einen Seemann Naranja? Seebienen und Matrosen haben nichts miteinander zu schaffen. Aber ihr seid in derselben Gewerkschaft. Naja, mag sein, aber manche Traditionen sind einfach heilig, Manny. Kopf hoch, ihr Bienen. Die Dinge sind hier einfach nicht so, wie sie sein sollten, Manny. Naja, wir Arbeiterbienen schuften ohne Ende, aber unser Einfluss auf, die Art und Weise, wie produziert wird, müsste doch von... Ich meine, wir sollten... vergiss es. Ich bin bloß eine dumme, hungrige, arbeitslose Arbeiterbiene. Das ist natürlich echt doof. Da oben arbeitet aber noch eine Arbeiterbiene. Das heißt, die sind arbeitslos und haben auch kein Werkzeug mehr. Hier ist der Leuchtturm. Das ist echt schwierig. Also wir brauchen noch einige Sachen, damit wir an Bord gehen können. So. Abgeschlossen. Verdammt. Der Leuchtturm. Müssen wir hier später nochmal hin, oder? Wirklich was erledigen können wir hier anscheinend nicht. So. Auf geht's. Wir haben ja noch ein paar andere Screens zum Begutachten. Ich hoffe einfach mal, dass wir irgendwas finden. Okay, sind wir wieder hier. Und hier lang.
Ah ja. Damit hätte sich der Kreis geschlossen. Dann gehe ich nochmal hier zu dem Fahrstuhl. Und dann muss ich jetzt mal langsam anfangen zu überlegen, weil wir jetzt irgendwie was anstellen müssen. Wenn wir so langsam alle Screens begutachtet haben. Dann müssen wir uns mal an die Lösung machen von den ganzen Rätseln. Auf geht's. Nicht schlecht. So. Hier nach oben. Ah, Calavera Café, das sind wir schon wieder hier. Und zwar auf der anderen Seite. Sonst ist hier auch nichts. Nee. Ah, okay, hier unten rum. Hier geht's noch. Irgendwo hin. Ah. Können wir vielleicht nochmal in die Ferne sehen. Hm. Ungeheuerlich. Wie lange hat der Rabe schon da gesessen? Das war echt gruselig. Festgetackert. Lola, Lola, wo bist du? Hm. Ich denke, mehr können wir hier auch nicht machen. Wie komme ich hier zurück? Hier. So. Okay. Da ist auch nichts mehr, nee. Dann gucken wir nochmal in unsere Bar. Oder unser Café. Oder ist ja ein ganzer Club eigentlich. Die Frage ist jetzt, wir haben das Gerät hier. Der Drucker und ich, wir werden uns eine goldene Nase verdienen. Hm, vielleicht, aber jetzt würde ich erstmal gerne wissen, wie wir überhaupt auf dem Ding drucken können. So. Okay, ich rede nochmal mit ihm hier. Manny? Hallo. Kannst du mir Gewerkschaftsausweise machen? Manny, drehst du jetzt total durch? Oder willst du einfach mal mit Matrosen abhängen? Kannst du oder kannst du nicht? Ich mach dir einen Vorschlag. Wenn du mein Geld von Maximino zurückholst, mache ich dich zum Präsidenten der Gewerkschaft. Ich will nicht Präsident werden. Und wieso hat Max dein Geld? Ich habe letzten Monat einen ganzen Koffer Geld als Einsatz für eine Bombenwette dagelassen. Das Ergebnis des Rennens stand vorher schon fest, Manny. Sie haben mir mein Geld regelrecht geklaut. Hier, nimm die VIP-Eintrittskarte. Damit kommst du in die High Rollers Lounge. Mich lassen sie da nicht mehr rein. Irgendwo im Weinkeller steht ein Safe. Und darin müsste mein Koffer sein. Und kannst du mir heute Abend noch so einen Ausweis besorgen? Wenn du zurückkommst, Manny, liegt der Ausweis auf dem Tisch. Le numéro gagnant. Le temps tient. Noir. Un père et passe. 35. Na schön. Schwarze. Freut mich, mit dir Geschäfte zu machen. Sehr schön. Okay, dann wissen wir jetzt wenigstens, was wir zu tun haben. Wir gehen nochmal zurück zur Katzenrennbahn. Ich kann nochmal kurz nach oben gehen. So. Mhm. Aber hier gibt es ja sonst nichts mehr Spannendes, glaube ich. Ah, Moment. Ah, ne, hier geht es nur noch rum. Und wo geht's hier lang? Ah, okay, hier waren wir noch nicht. Ist das unser Büro? Ah, die Glücksfee. Bitte? Mesdames et Messieurs, faites vos jeux, s'il vous plaît. Ladies and gentlemen, Ihr Einsatz bitte. Mesdames et Messieurs, rien ne va plus. Les jeux sont faits. Ladies and gentlemen, nichts geht mehr. Keine Einsätze mehr, bitte. Mhm. Ich warte. Oh. Le numéro gagnant, le 6, noir, herrément, 6, schwarz. 6 schwarz. Mesdames, Messieurs, faites vos jeux, s'il vous plaît. Was höre ich denn hier? Das ist ja sehr merkwürdig.
Okay, ob mir das jetzt irgendwas bringt, weiß ich auch nicht. Da geht's nochmal raus, da geht's raus. Meine Kriegskorrespondenz von Salvador. Er hat mir das ganze letzte Jahr über solche Nachrichten geschickt. Agent Calavera, ich habe erfahren, dass du sicher in Rubacava angekommen bist. Das ist sehr erfreulich, da du nun wieder für das ZVS arbeiten kannst. Ich freue mich, dir das erfolgreiche Schlüpfen der von dir befreiten Eier melden zu können. Die Küken, die Eva auf die Namen Manny und Mechi getauft hat, sind gesund und begierig, unserer Sache zu dienen. Mit etwas Glück wird dir die nächste Botschaft auf den zarten Schwingen der Wahrheit übermittelt. Im Namen der Revolution, Salvador Limones. Ich hab's noch nicht ganz gelesen, aber vielleicht später. Cool, finde ich schön, dass wir von dem hören. So, wir haben jetzt einmal die Karte hier dabei. Es ist die VIP-Eintrittskarte für die High Rollers Lounge, die Chowchilla Charlie mir gegeben hat. Oh, Glottis, zeige ich das besser nicht. Calavera, dies ist wahrlich ein großer Tag für die Revolution. Sag Ola zum kleinen Manny, dem ersten offiziellen Boten des ZVS. Bitte gib ihm etwas zu picken und schick ihn zurück, damit wir wissen, ob der Jungfernflug ein Erfolg war. Oh, okay. Ach, war... War das der Vogel von vorhin, den wir da... Wir sind ja nach draußen gegangen und haben dann diesen... War das ein Rabe? War das der? Das kann doch sein. Jetzt bin ich mir nicht mehr sicher. Ah, schlafen. Um Albträume von Spinnen und Bibern zu haben. Cool. Ich verrücke keine Möbel, solange ich meinen Smoking trage. Lieber nicht. Ich könnte mein Schiff verpassen. So, aber schickes Büro, muss man sagen. Ah, okay. Hier haben wir so eine kleine Übersicht. Über die Orte. Hier ist noch der Zeppelin. So.